Also, ich will jetzt nicht übertreiben oder so, okay? Ich wach so morgens auf, ich denke mir, Safi, ich spiele jetzt eine Runde PlayStation. Ich drücke auf Los, gehe auf meinen Account. Auf einmal steht da einfach sowas. Und ich kann mich nicht anmelden. Ich gehe auf meine E-Mail-Adresse. Was sehe ich? Das da. Das da. Ich starte Fortnite. Okay, ganz normal. Da steht ganz normal Laden. Ich denke mir, okay, Safi. Jetzt muss es ja funktionieren, ne? Also rein theoretisch müsste ja funktionieren jetzt. Und diese Banane ist selbst in seinem eigenen Film, Bruder. Der denkt auch, der wäre bei Ding. Wie hieß dieses Lied? Copacabana von Leon Mascher. Ich warte. Ja, ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Ich drücke auf Starten. Was? Anmelden? Geht nicht. Was mache ich? Schließe, melde mich ab und mache neuer Account. Mein neuer Account hieß Helmut. Ja, das darf ich jetzt nicht sagen. Hat nicht funktioniert. Und da habe ich mich Helmut Pislik genannt. Und jetzt muss ich keine Ahnung wie lange mit diesem Account spielen. Mit diesem Achi. Wie soll ich jeden Tag mit dieser Achi spielen? Helmut Popel. So, dann lass mal jetzt, was ist denn das, Bruder? Okay, los. Was ist das? Level 7? Was ist das? Was ist das, Bruder? Ich bin größter Absturz gerade. Null V-Bucks, gar nichts. Aber Hauptsache, Creator-Code steht schon drin, Bruder. Magito, Bindestrich, Mermiflow. Ich bin so dumm, ich sage immer Unterstrich. Ich habe Gehirn von einem Eichhörnchen, ja? Ja, wisst ihr was? Ich wurde ja jetzt gebannt in Fortnite. Also, ich erkläre es euch mal so. Mein Hauptaccount wurde, glaube ich, gesperrt. Okay? Und wenn es gesperrt ist, kann ich kein Fortnite spielen. Also wurde ich in Fortnite gebannt. Weil ich doch auf PlayStation gebannt wurde. Das bedeutet wiederum, dass ich gebannt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich wurde gebannt in Fortnite. Das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Hört zu. Wir fliegen jetzt gemeinsam zu Epic Games. Ich gehe dann, ich mache mäßig einen Vlog, Leute. Ich gehe mit meinem Sohn dahin. Wir fliegen dahin einfach. Und dann kläre ich das mit dem. Ganz locker. Ganz locker easy. Dann habe ich meinen Account wieder. Also bis gleich. Ihr denkt, ich laber, ich huber. Nein, ich mein's ernst. Wir klären das. Wir sehen uns im Bus wieder. Ich bin No-Skin geworden. Mann! So, ich fliege jetzt los. Da bin ich. Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich sehen? Ach. Da ist mein Sohn, aber der hat ein bisschen Flugangst. Und ja, wir sind gleich da, Leute, bei Epic Games. Ich habe auch was zu essen geholt, da vorne, das ist Halal-Geschlacht, ihr braucht keine Sorgen zu machen. Mein Sohn, Wallah, ich liebe den. Ach. Obwohl, ich muss mal Türkei fliegen, Bruder. Irgendwann wird es wieder Zeit, ja? So, miese, kalt heute. Seht ihr diese Actionfigur? Den habe ich für ihn geholt. Das war in Flohmarkt Türkei, glaube ich. Das war in Adana Pazarı. Ist das? Was hat der dafür? Was hast du da geschrieben, Bruder? Katze, Katze. Was für Buch? Ach, Müll, Müll. Lies der Buch, Bruder. In deinem Alter, ich habe Ding gespielt, PlayStation. Eine Ewigkeit später. Ah. Oh, Leute! Was war das denn? Aha! Boyo! Oh mein Gott! Oh mein. Aha, mein Essen! Nein! Boyo! La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah! Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Oğlum! Oh! Wow! Wow! Oh mein Gott! Oh! Das kann nicht wahr sein. Wo bin ich? Oh! Oh! Das war nur ein Traum, Alter! Das war nur ein Traum, Bruder! Egal, ich schlaf noch mal ein. Oh, das hat gut getan. Ach! Wow! Egal! Stellt euch mal vor, ich hole jetzt einen Sieg mit Helmut Popel-Account. Ich mache eh keinen Sieg. Aber ich muss. Nein, okay, wisst ihr was? Wenn ich jetzt einen Sieg hole. Wir gucken jetzt, wenn ich einen Sieg hole, kriegt jeder Zuschauer, der mir auf Instagram schreibt, it's AsiTV, jeder von euch kriegt einen 50-Euro-Code auf Nacken. Wer ist das? Bruder, wer das auch immer ist, Bruder, chill mal kurz. Lass mich erstmal looten. Warte! Kusi! Ey, NASA und. Schmeckt's! Schmeckt's, Bruder, schmeckt's. Ich habe eine bessere Idee, das bringt nichts. Ist dein Ernst? Wer hat das erstellt? Wir sind dreckiger, Bruder. Sie haben es dreckig. Magst du jetzt Aussie TV? Ja. Junge, ist aber der Beste, Digga. Dankeschön, Bruder. Oh mein Gott! Ihr tut's, als ob ich Justin Bieber bin, Bruder. Was ist los mit euch? Oh mein Gott! Ja. Hallo, seid ihr Ausländer? Ja. Warum? Ich mag keine Ausländer. Oh, was? Wie redest du? Ey, warte mal, das ist mit TV. Was geht, Leute? Oh mein Gott! Leute, jetzt kommt wirklich was Wichtiges. Allein nur deswegen habe ich dieses Video gestartet. Es ist überlebenswichtig. Merkt euch das. Und danach muss ich kurz mit jemandem reden. Wegen diesem Sachen mit Account weg. Ich bin enttäuscht. Denn, Freunde, es gibt einen Ort,
den noch keiner kennt. Und dieser Ort hat etwas, was keiner hat oder so. Oder was noch keiner gesehen hat. Denn es gibt in Fortnite Sucuk. Ich mein's ernst. Es gibt Sucuk in Fortnite. Zeigt dieses Video bitte nur den Leuten, die auch wirklich Interesse an Sucuk haben. Vielleicht hilft mir das, meinen Account wieder zu holen, Bruder. Ich komme mir vor wie Season 1 Spieler. Wieso landet der Typ hier auch, Mann? Will der Sucuk essen? Also, warte mal, der Typ will jetzt pushen. Ich mach das kurz, chillt. Der kommt jetzt, chill. Der denkt jetzt, hier ist keiner. Der kommt jetzt und dann sieht der mich. Ein No-Skin, der den Bahbet. Der ist über mir. Passt auf. Also, ich möchte euch jetzt gerne die Sucuk zeigen. Die Sucuk befindet sich hier. Könnt ihr das sehen? Ich würde das aber nicht essen, weil die hängt da schon seit einigen Tagen. Genau wie diese Fisch. Na gut, ich will jetzt auch nichts sagen. Eine Frage, habt ihr eigentlich Bock auf so ein Red Dead Redemption Video wieder? Das habe ich ja oft mal rausgebracht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wieder Bock habt auf Red Dead. Dann würde ich das bringen. Ich schwöre. Ja, Helmut Popel hat sich selber gekillt.